Regierung hat meinen Laden dicht gemacht. Sie wollen nicht, dass Neger Waffen kaufen. Sie haben wohl Angst, dass wir anfangen, den weißroten Nazien rauszubüsten. Diese Motherfucker. Wem sagst du das? Wenn du dich mit mir was siehst, was dir gefällt. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Laveau, ist lange her. Du arbeitest jetzt für die Haitianer? Entweder das, oder du beugst dich diesen beschissenen Cajun-Ärschen. Und du weißt ja, mit Beugen hatte ich's noch nie so. Das kann man wohl so sagen. Cassandra hat angerufen. Sie sagt, du kümmerst dich um Perlers Laden. So ein Arsch namens Merle schmeißt die Bude. Hat sie in einen Puff verwandelt. Lässt weiße Typen rein und die dürfen dann mit unseren jungen Schwestern treiben, was sie wollen. Wie komme ich an ihn ran? Erstmal gar nicht. Die meisten von diesen Dixie-Wichsern versuchen abzutauchen, damit ihnen keiner eine Kugel in den Arsch verpasst. Wenn ich ihm auf den Sack gehe, wird er schon aus seinem Loch kriechen. Hab eine Idee, wie wir seine Aufmerksamkeit kriegen. Er hält ein paar Mädels unter Verschluss im Obergeschoss von Perlers Laden. Nennt sie seine Vollblutpferdchen. Hat sie alle zugedröhnt mit irgendeiner Scheiße. Macht eine Menge Geld mit ihnen. Geh leise rein. Hol sie da raus. Das mache ich. Bis dann. Hey, tut mir leid, die Sache mit Sammy und Alice. Das waren gute Männer. Waren immer anständig zu mir. Richie kam sich wohl ganz groß vor, als er Perlers Laden umbenannt hat. Der Schwanzlutscher.
Sag mir mal, was du hast. Mr. Lavoe hat mir gesagt, dass du kommst. Die Mädchen sind oben. Sei vorsichtig. Mörds Leute sind hier überall. Mach ich. Danke. Schon mal von einem Millionär gekitzelt worden, Baby? Johnny an. Und plötzlich kommt da dieser Arsch und übernimmt den ganzen... Hier ist er! Holt ihn euch! Oh Herr, verschone dich! Scheiße, ich muss nachladen! Habt ihr mich vermisst? So will ich nicht sterben. Verteilt euch! Ihn zu suchen, wenn er tot ist. Wir sind einer weniger. Ich sagte, er ist an uns allen vorbeigekommen. Gott, verdammt. Bin ich sicher, was das war? Schauen später.
Da! Er ist es! Los! Rüber! Doch eingetreten! Lass mich hier nicht so liegen! Hier, findet ihn! Nichts. Okay, los. Der Drecksack hat schon wieder einen erwischt! Ewig versteckst du dich! Scheiße, er hat noch einen erwischt! Gott, die wollten... Sobald du hier raus bist, geh zu Cassandra ins Pierced Heart. Sie hilft dir. Sag's weiter. Jede Frau, die Hilfe braucht, soll ins Pierced Heart gehen. Siehst du mal? Danke. Danke dir. Du bist. Du hast ihn getötet. Du solltest sie alle töten. Jeden Einzelnen. Verpiss dich von hier. Jetzt.
Bruder, ganz ruhig. Du musst es einfach sanfter angehen lassen. Wie soll ich das denn anstellen? Dieses verdammte Tier fühlt sich ja auf, als wäre ich schuld an seiner Heroinsucht. Musst ihn ja nicht gleich platt machen. Das muss man dem alten Nigger lassen, der das Hollow regiert hat. Der hatte seine Leute im Griff und hat nicht so viel Unruhe verbreitet. Wenn scheiß Richie bloß dasselbe täte. Ja, also ich werde vor keinem Nigger... Macht euch! Guten Morgen. Mhm.
Achtung! Tut mir sehr leid. Ich hab was für dich. Du bist so viel rumgerannt, dass ich dachte, ich mach dir das Leben ein bisschen leichter. Damit kannst du Verstärkung rufen. Und ich hab dich immer für ein herzloses Arschloch gehalten. Daran scheiden sich die Geister. Übrigens, Miss Lancaster ist schon unterrichtet und kann loslegen. Diese Cassandra hat dich ganz schön angeschmiert, was? Verfluchte Irre. Alle miteinander. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Die Mädels sind frei. Alter, das war die Hölle auf Erden. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Sehr gut. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Was Merle diesen Mädchen in dem Club angetan hat, das muss er büßen.
Hallo, wo willst du denn hin? Wie wär's denn mit uns? Wie geht's dir? Ich weiß, dass du hier... Du hast hier nichts zu suchen. Ich muss mein Hörgerät richtig einstellen. Du bist intelligenter, als du aussiehst. Schließen! Verpiss dich! Gut gemeinter Rat. Geh! Yeah. Oh Gott, er hat eine du Waffe! Du hast hier nichts zu suchen! Dämlicher Scheißhaufen, ich seh dich! Hörst du mich? Ich sagte, hau ab! Oha. Bist du taub oder was? Scheiß drauf! Verpiss dich! Verdammt euch! Grüße Anstand von mir, Pisser! Scheiße! Ich bin mir wirklich wahrscheinlich. Jetzt kann ich dich endlich verdrehen! Darüber, dass man ihm eine riesige Frau mit einem schwarzen Handschuh an die Seitenwand seiner Garage gemalt hatte. Aber er stand mir trotzdem bei, weil es das ist, was man von Priestern erwartet. Na claro! Hey, das geht aber nicht! Wir brauchen Hilfe. Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Verfolgung beendet. Du bist ein erfreulicher Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen.
dieser Regen macht mich fertig. Es sieht nicht so aus, dass die ganzen Leute dich sehen. Wenn sie sie noch mal zu Gesicht bekommen, würden sie sie wegen Unsittlichkeit einbuchten. Alle Mann hier rüber! Ich hab keine Munition mehr! Das ist völlig unter Feuer! Mit deiner Mutter! Raus hier! Weg von der Mutter! Lauf, Arschloch! Hörst du auch gut auf dich auf? Hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur, dass wir uns verstehen. Sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir über den Weg läuft. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Levon.
könnte ein bisschen Material brauchen. Hab gehört, dafür bist du der Richtige. Cassandra meinte schon, du würdest dich mal melden. Ich helfe dir sehr gern, aber ich bin auch nicht die Wohlfahrt. Erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Dass einer dieser schwarzen Scheiße die Eier hat und hinter uns her ist. Ich dachte, nach Sammy hätten sie es kapiert. Die Ansässigen wollen bloß zeigen, dass sie angepisst sind. Außerdem sehe ich im Moment keinen von ihnen. Du etwa? Hab gehört, dieser eine ist nicht aufzuhalten. Ist ein schwarzer Dämon oder so ein Scheiß. Du solltest aufhören, diesen Fusel zu saufen. Es gab noch nie einen Mann, den ich nicht hätte aufmischen können. Hab gehört, er hat nicht nur die Mädels bekommen, er hat auch den Doc getötet. Ja, der war mausetot. Scheiße. Der Doc wird umgebracht, die Zuhälter da draußen werden umgebracht. Merle kriegt bestimmt einen Herzinfarkt, so angepisst ist er. Bloß ein Nigger, wie hart kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, zünden wir ihm seinen Arsch an.
Ha? Erzähl es mir noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, aber ich war nicht mal hier. Ich sag's dir bloß. Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Die hätten einen Kürbis durch einen Strohhalm gesaugt, um an Drogen zu kommen. War nicht alles. Er hat auch noch Doc getötet. Scheiß auf ihn. Jeder Idiot kann mit einer Spritze umgehen. Aber jemanden dazu zu bringen, einen Schwanz zu verwöhnen, ist eine ganz andere Sache. Ja, mach ich. Und was willst du machen, Nigger? Das. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Sehr gut. Schon viel besser. »1966, nach dem College, fing ich beim FBI an. Chicago war meine erste Station, aber 68 ging's dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. Lass dich mich nicht behandeln.